Grüß euch Leute hier aus Dubai zu einem Bitcoin-Update, das unglaublich wichtig ist. Bitcoin hat gestern nach dem Erreichen des All-Time-Highs durch den Zinsentscheid und Co. wieder mal Welle geschlagen. Über 76.000 Dollar Bitcoin-Preis, ETF-Inflows wieder unglaublich hoch bei BlackRock und richtig, richtig starke Performance beim Preis auch bei den Altcoins. Solana 200 Dollar gehittet, Pepecoin steigt und im Endeffekt die ganzen Altcoins, auch Ethereum sogar wieder mal, hier immens am Steigen und wo man nur hinsieht in den Gruppen, auf Social Media, in den Kommentaren, jetzt ist FOMO da. Leute überlegen jetzt bei diesen horrenden Preisen noch dick in die Positionen reinzugehen. Soll man noch Hebeltrades eröffnen? Soll man jetzt noch All-In machen bei Bitcoin und Co.? Genau deswegen mache ich euch dieses Update-Video, denn ich habe teilweise heute Profite genommen und komplett diese Nacht durchgemacht und einfach ein paar Positionen reingesetzt, durchradiert. Ich möchte heute ein komplettes Update geben. Wie sieht es mit dem Bitcoin aus? Wie sieht es im Chart aus? Und vor allem auch, was macht man jetzt bei den Altcoins? Weil theoretisch jetzt, wo die FOMO beim Bitcoin da ist, müsste auch die Altcoin-Season kommen. Dementsprechend hier ganz kurz umgeschnitten, wunderbar aus Dubai, ein mega Update-Video zur All-Time-High-Stimmung, zur FOMO und den ganzen Themen, die wir hier über Social Media verstreut sehen. Grundsätzlich, ich habe heute natürlich eins gemacht, richtig viele Positionen, wer es gesehen hat, Solana Long Trade, Ethereum Long Trade, Pepe Long Trade und natürlich die ganze Bitcoin-Position. Ich blende sie euch natürlich hier drüber noch ein, Bitcoin mit über 20.000 Dollar Profiten hier in einem einzigen Trade. Meine anderen Positionen kennt ihr natürlich bereits, auf die ganzen Altcoins noch mitgenommen. Und es ist halt wirklich jetzt der FOMO-Punkt da. Wir haben erstens Donald Trump als Präsidenten, wir haben gestern den nächsten Zinssenkungsverkündung bekommen. Logisch, es war im Endeffekt nicht eingepreist, es war vorangekündigt. Es hat jetzt dann noch ein bisschen nach oben gepusht, aber nicht das absolute All-Time-High jetzt um 100% nochmal nach oben hin übertroffen. Aber es glättet sich einfach ein kompletter Weg für den massivsten Bullrun. Und was man aber jetzt tatsächlich sieht, im Chart selber, dieses Hoch mit dem heutigen Tag ist im relativen Stärkeindex nicht so stark gekauft worden. Sprich, wir haben jetzt schon eine bärische Divergenz. Weiter zum Volumen. Wir haben sehr, sehr viel Long-Volumen, das sich mittlerweile aufbaut. Ja, es sind auch Short-Positionen immer wieder dabei. Und da ist es halt eben so dieser Mittelpunkt, dieser Grad, den ganz feinen Grad, den man finden muss zwischen die Short-Positionen, die mal eine längere Zeit im Profit sind oder die Short-Positionen, die dann direkt rausliquidiert werden. Und es kann natürlich sein, dass diese Short-Positionen gleich wieder wegfallen. Der Bitcoin steigt, pumpt einfach durch und gibt Short-Sellern keine Chance. Aber eben, die Wette, die ist jetzt einfach viel riskanter geworden. Die Preise sind nicht mehr so gute Einstiegspreise und jeder, der eben jetzt noch großartig irgendwie in Positionen reinspringt, ist meistens Retail-FOMO getrieben und das ist nicht unbedingt das beste Sentiment. Ich selber habe deswegen eines gemacht. Über die Nacht, während der Telegram-Gruppe aktiv war, hat die Signale mitbekommen. Ich habe hier Solana mit einem 20er Hebel long geballert, bei 191 Dollar Einstiegspreis, bei über 195 Dollar dann gleich wieder rausgegangen. Ich war bei Pepe nochmal high leveraged on top, eine Vergrößerung der Position drinnen. Und jetzt habe ich eines gemacht, diese High-Risk-Positionen geschlossen. Einfach mal alles rausgenommen, Profite abgesichert, teilweise damit schon wieder Bitcoin gekauft, weil es unglaublich wichtig wird, hier rational denken zu können. Man ist 99% mit einem Portfolio long, deswegen Profite von den Longs nehmen. Minimal kleine Shorts habe ich eingebaut, einfach damit man eine Short-Exposure mit drinnen hat und dementsprechend auch, wenn es mal einen Rücksetzer gibt, sich zumindest über ein paar hundert Dollar freuen, wenn es nach unten sinkt, weil man dann ein bisschen Profite mitnimmt und das ist eben genau der wichtige Punkt, hier eine Balance zu finden. Wir werden nie in einer grünen Linie nach oben steigen und alles wird zu Millionenbeträgen. Das wird so nicht passieren und gerade weil die Stimmung schon so euphorisch ist, weil es auch fundamental so unglaublich gut aussieht, bin ich hier in den Abverkauf gegangen und hier lustigerweise, hier fährt ein Traktor den Strand glätten, das habe ich so auch noch nie gesehen, aber auch cool, wenn man hier einfach einen Traktor am Strand hat. Was eben wichtig ist für mich jetzt persönlich, ich denke, es ist immer weiter möglich, dass ein Rücksetzer kommt und zwar je höher wir hier gerade nach oben steigen, desto wahrscheinlicher ist ein Rücksetzer und extreme Gier, diese ganzen Faktoren sind natürlich unglaublich lästig. Ich persönlich, ich staffle hier wirklich meine Einstiege jetzt knapp unter den aktuellen Kurs rein. Da kann man anfangen mit 74, mit 72, mit 71.000 US-Dollar. Aber wenn du jetzt überlegst, und gerade weil so viel FOMO da ist, wenn du jetzt überlegst, hier in Positionen reinzugehen, weil du noch zu wenig im Bitcoin drinnen bist, dann ist das jetzt wahrscheinlich eine falsche Entscheidung oder eine Entscheidung, die man
bei einem kurzen Rücksetzer beim Bitcoin-Preis dann sofort wieder bereuen wird und die Gegenposition einnimmt und sich dann immer verrennt zwischen Long- und Short-Entry, zwischen Profit und Verlust und eigentlich dann nur noch Verlust, Verlust, Verlust. Und wenn du nur preisgetrieben jetzt Bitcoin kaufen willst, weil wir bei 75, 76 und bald 77.000 Dollar stehen, dann mach es einfach, glaube ich, nicht. Dann mach es besser nicht, wenn du dich nicht schon vor Wochen und Monaten von diesen fundamentalen Fortschritten und im Endeffekt, keine Ahnung, was will man sagen, die fundamentalen Ereignisse, was Bitcoin besser macht, was Bitcoin adaptiert, wo Bitcoin in Märkte reingeht, wo Bitcoin im Wahlkampf mit drinnen ist, wo alles rund um Bitcoin im Endeffekt sich aufbaut und den Wert vom Asset definitiv erhöht. Wenn du wegen dem nicht gekauft hast, sondern jetzt kaufst, weil Bitcoin bei diesen hohen Preisregionen steht, dann mach bestenfalls viel weniger, als du jetzt vorhast. Es wird dir den Kurs von hinten nach vorne um die Ohren hauen. Und dementsprechend habe ich auch deswegen eine minimal kleine Short-Position eingegangen, 5.000, 6.000 Dollar Short-Volumen nach unten mitgenommen. Schauen wir mal, wie sich das ausspielt. Selber die Altcoins, ja, die müssten jetzt theoretisch dann wirklich ziehen, wenn die Altcoin-Season kommt. Ich freue mich natürlich, wenn Ethereum steigt. Ich bin sechsstellig im Ethereum-Chart mit drinnen und hoffe natürlich, dass dieses Investment sich auch lohnen wird. Wird aber auch früher oder später zum Profit nehmen und so viel Platz auf Bitcoin 100.000 US-Dollar ist eh nicht mehr nach oben und nehmt euch, die Preise werden verrückt werden, nehmt euch Preisziele, wo ihr wirklich auch abverkaufen werdet, wenn ihr Longs drinnen habt und einfach wirklich schöne Profitzahlen seht, dann nehmt auch immer gerne wieder mal die ein oder anderen Tausender raus aus den Positionen und nehmt sie für einen Dip. Dann ist Liquidität da, man hört ja immer wieder auch in den Korrekturphasen, ja, mit was soll ich den Bitcoin kaufen, mit was soll ich den Altcoins kaufen, ich habe jeden Dip gekauft und bin jetzt broke und habe keine Liquidität mehr. Das ist genau deswegen, wenn man im Profit ist, man nimmt keine Profite, man verkauft die Dinger nicht und ist dann wieder pleite, wenn es nach unten geht. Und das Spiel muss man einfach austribbeln. Drum Leute, ich glaube, es ist eine unglaublich wilde Zeit. Wir sehen wahrscheinlich viel Volatilität nach oben und nach unten. Und dementsprechend ist es immer gut, Liquidität auf der Seite zu haben, Dips kaufen zu können, weil es ist noch eine Zeit, bis Donald Trump im Amt ist. Bis zum 20. Januar ist es halt noch eine Weile. Es kann irgendwo vielleicht Langeweile reinkommen. Es kann ein kurzer Dip kommen, es kann ein Liquidation Week kommen. Meistens passiert irgendwas Unerwartetes. Und sonst, Leute, natürlich hodeln. Kaufen, Dollar Cost Average und Bitcoin unter 100.000 Dollar ist noch vernünftig. Aber eben wirklich mit Bedacht und nicht so, dass du dich bei einem 5% Rücksetzer wieder irgendwie einnässt und dann Angst hast, dass du dein ganzes Geld verlierst. Und ja, das ist kein Update von mir. Ich wünsche euch natürlich wie immer die maximalen Gewinne. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall in den nächsten Videos, Livestreams. Ich versuche hier irgendwo ein Internetkabel anzuzapfen in diesem absolut krassen Hotel. Und dann werden wir natürlich bei wichtigen Price Movements, bei All-Time Highs oder auch bei Korrekturen immer live sein. Gerne abonnieren, Leute. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei eurem massiven Support. 300, 400 Likes teilweise immer unter den Videos. Da natürlich wie immer den besten Dank an euch. Und ja, wenn es Updates gibt, wir sind hier natürlich online. Sonst könnt ihr gerne in die Telegram-Gruppe natürlich reinschauen. Und falls ihr noch eine Börse sucht, wo ihr diese Trades setzen könnt und auch Bonis abkassiert, checkt die Videobeschreibung aus. Ich habe dort meine Börsen verlinkt. Ich habe euch dazu geschrieben, wo ihr welche Bonis abstauben könnt. Und dann natürlich wie immer die maximalen Profite auch mit den Bonusgeldern. Wir sehen und hören uns. Ich wünsche euch wie immer was und genießt jetzt nochmal die Aussicht hier. Das ist halt schon absolut cool. Hier Sonnenaufgang in Dubai. Dort ist dieses Atlantis Hotel, dort ist noch ein Palast und ich glaube, die ganze Hotelanlage ist irgendwie ein Palast. Also gut, Leute, wir sehen uns. Ciao, ciao.